obwohl ich mache Modern Jazz, also beides in ein, sind drei Sachen. Contraction, Spiral und Tilt. Und Contraction, es ist eine Bewegung mit dem Becken nach hinten. Das sieht so aus, wie ihr verliert eure Center. Tuck, ja, die Hüfte. Und der Oberkörper kommt mit. Wenn nur der Oberkörper nach vorne geht, das ist Overcurve. Curve ist eine Kurve. Overcurve, Contraction und Overcurve gleichzeitig. Okay? Overcurve, nur der Upper Body. Contraction auf die Hüfte. Und gleichzeitig beides, Overcurve und Contraction. Zack. Okay? Jetzt Spiral. Spiral ist eine Bewegung vom Oberkörper nach rechts, soweit wie ihr könnt, nach links. Also Becken kommt nicht mit. Ja? Können wir mit Plie machen oder Freleve machen, ist eigentlich egal. Und das dritte ist diese Tilt. Und Tilt ist auch eine Bewegung vom Oberkörper. Ihr geht gerade, Seite oder Seite. Wenn ihr nehmt das und ihr droppt, das heißt Drop. Tilt, Drop, hoch. Tilt, Drop, hoch. Das ist der Unterschied, ja? Von zweiter Position, Tilt, Drop, Seite, oben. Gerade, Tilt, ja? Drop und oben. Dankeschön. Und gehen wir weiter. In der Mitte mit ein bisschen Technik. Wir reden ein bisschen über die Haltung, wie Tänzer sein sollten. Also Gewicht auf die Zehen, nicht auf die Fersen. Okay. Knie sind gestreckt. Wenn wir stehen, sind meine gestreckt. Wenn wir tanzen, sind ein bisschen locker. Becken bleibt unten, Rippen zusammen, Shoulders down. Brustbein raus, Kinn oben, nicht unten gucken und Shoulders down. Wir sind stolz. Also, die Position ist die erste Parallel oder die sechste Position. Das ist hüftebreit, ja? Pass auf, dass diese Position ist nicht richtig. Ihr müsst das Gefühl haben, dass die Beine sind eher mehr nach hinten, obwohl ich zeige jetzt von hinten, eher parallel sind. Und die Position benutzen wir sehr viel in Modern, aber auch in Jazz. Das ist erste Parallel und das ist eine zweite Parallelposition. Okay? Dann vom Ballett. Wir benutzen die erste Position. Was machen wir alles parallel? Wir machen klar auswärts und die zweite Position. Ja? Dann dritte Position. Was ist ganz wichtig, dass die dritte Position ist nicht das, beide Beine sind gestreckt. Und die Knie sind zusammen. Und Popo fest und alles schön und Bauch auch fest. So, erste, zweite, dritte. Dann gehen wir zur vierten. Und das ist vom dritten. Die Länge von eurem Fuß einfach nach vorne. So, zack. Ich gehe um. Das Gewicht ist in der Mitte. Und meine Hüfte, wenn ich drehe vorne, ist nicht nach hinten, aber wenn ich zwei Punkte hätte, beide Punkte sind in einer Linie und die schauen nach vorne. Dritte, vierte und mehr machen wir nicht. Es gibt verschiedene vierte Positionen. Es gibt auch von erster Position, wenn wir einfach vorne gehen, die vierte in Modern, das benutzen wir, die Open Fourth, die benutzen wir sehr viel in Modern. Und dann vom fünfte. Aber ich benutze keine fünfte, wir machen alles von dritte Position, vierte oder Open Fourth. Okay? Erste Parallel, zweite Parallel, erste Position auswärts, zweite, dritte, vierte und das war's für die Füße-Position. Dann gehen wir in die Arme. Ich mache nur die Sache, was wir in Jazz machen. Also erste Position, Braba. Das bedeutet Arms down, Arm runter. Auf Französisch ein Ballett. Dann gehen wir in erste Position. Was ist wichtig hier, ist, dass wir haben Spannung auf die Arme. Also die Ellbogen haben genug Spannung. Und die Handflächen schauen nach innen. Das ist erste Position. Und was auch ganz wichtig ist, dass die Arme nicht so hoch sind. Also von meiner Brust, ich nehme die Arme vorne. Und das ist erst.
Zweite, in Ballett auch, in Jazz auch, oder Zweite, mit Handfläche runter. Dann machen wir dritte Position, das ist auch im Ballett. Oder, was wir sehr viel benutzen in Jazz, ist diese schöne V. So Handfläche nach außen und schöne V. Und das war's für diese Position jetzt.